Hallo und herzlich willkommen zu Mechabellum. Seit einigen Tagen ist jetzt die Vollversion draußen und ich dachte, wir spielen einfach mal eine Runde. Ich habe es damals schon im Early Access ein bisschen gespielt, ist aber schon eine Weile her. Und jetzt habe ich gestern gesehen, dass es draußen ist. Hab mal ein, zwei Runden wieder gespielt und dann dachte ich, nehme ich euch mal mit. Ja, wer Mechabellum nicht kennt, es ist ein Autobattler-Strategiespiel. Das heißt, wir haben so Kampfroboter und Flugzeuge und Zeug. Und die stellen wir zwischen den Runden auf und dann kämpfen die automatisch gegen die Einheiten vom Gegner. Wir können jetzt hier verschiedene Starter wählen. Elite-Spezialist. Dann kann man direkt Stufe 2 Einheiten holen. Ja, nee. Was nehmen wir? Hier. Einfach nur, weil ich die Panzer und die Fangs haben will. Und wir können jetzt hier eine Einheit noch dazu holen. Was hat denn der Gegner? Sniper und Mustangs. Ich nehme einfach Crawler. So. Okay. Und ich würde mir hier so eine Aufstellung mal vorschlagen lassen. Ja, das gefällt mir aber irgendwie nicht so. Also ich mag das nicht, wenn die so weit vorne sind. Irgendwie. Machen wir das mal so. Und die drehe ich auch mal so hier hinten dran. Dass die sich hier aufteilen, wenn die an denen vorbeilaufen. Beikommen, machen wir mal so. Okay, let's go. Ich habe echt keine Ahnung. Also, früher hatte ich ein bisschen einen Plan, was ich tue. Jetzt tue ich ein bisschen das, woran ich mich erinnere, aber ich weiß nicht mehr wirklich, warum und wie. Mal schauen, wie es läuft. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus bis jetzt. Würde ich sagen. Boom, erste Runde heißt zwar noch gar nichts, aber das war schon mal gut. Okay, was hatte er jetzt? Mustangs und Sniper. Er wird jetzt die Fire Badger nehmen, weil ich habe so viel kleinen Scheiß. Oder die Stormcaller. Das heißt, gegen beide wäre eigentlich der Fliegende gut, weil die nur Bodentruppen angreifen. Aber die Fliegenden werden vom Sniper weggeballert. Arclight bringt mir nichts. Die sind eigentlich gut gegen die Sniper, glaube ich. Ich... Okay, Stormcaller. Stufe 2. Komm, die nehme ich jetzt einfach. Ist nie verkehrt. Noch welche und ich hole mir die Wasps. Die sind gut gegen die Sniper. Und falls der Gegner irgendwie hinten Einheiten setzt, flankiert, machen wir jetzt mal so. Ach du Kacke. Okay. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, was... Ja, okay. Ne? Hätte ich jetzt mal geschaut, was der für eine Fähigkeit hat. Hätte ich das auch mehr erwarten können, dass sowas kommt. Weil er hat das, die Giant Units beim Freischalten
nichts kosten. Also zum Freischalten. Das heißt, er holt mal in Runde 2 eine Fortress. Alles klar. Könnte aber trotzdem ein Sieg für uns sein. Und er hat die Arc Lights genommen. Ja, gut, das ist auch eine Möglichkeit gegen die... den kleinen Kram. Ja, er holt es, glaube ich. Oder? Nee, wir. Jetzt! Bam! Okay, jetzt muss aber irgendwas her gegen die Fortress. Und es kann nichts Fliegendes sein. Oh, er holt wahrscheinlich den Schild. Hacker. Ja, die Hacker würden die natürlich... Erstmal, ich arbeite nicht so oft mit Hackern. Direkt Level 3 ist ja bestimmt gut. Er wird jetzt auch direkt den Fortress ansteuern hier. Und dann würde ich vielleicht mal hier noch... Aber das ist auch direkt eine Arc-Light, ne? Und die Mustangs, ne, die werden nur weggeschnetzelt. Aber ich kann die hier hinpacken. Falls von dem mal welche kommen. Falls der was Flankierendes setzt. Ja, keine Ahnung. Oh je. Yeah. Ah, okay. Ich dachte schon, die Fortress haben den Schild. Er hat den einfach nur aufgestellt, okay. Bin ich mal gespannt. Scheint ja nicht sonderlich lang zu halten. Den Schild will man eigentlich immer so platzieren, dass er überlebt. Habe ich zumindest damals irgendwo aufgeschnappt. So richtig ist. Dahingestellt. Okay, also das mit dem Hacker hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Holen wir doch gleich noch einen. Aber was wird er jetzt tun, um den Hacker zu countern? Wahrscheinlich mehr Kleinkram. Auch irgendein Giant. Speed von allen Einheiten. Und nochmal 50 mehr, dann habe ich... Nee, komm, ich mache hier alle Einheiten schneller. Ob es so gut ist oder nicht, aber... Ich hole jetzt hier noch ein Ding. Ja, und für einen Giant reicht es jetzt schon gar nicht mehr. Mal kein Fehler war. Okay, noch ein bisschen Kleinvieh. Dann kann ich hier auch sagen, hey, ich will noch eine Einheit mehr setzen können. Was eigentlich Quatsch war. Ich hätte lieber hier upgraden sollen. Und ich hätte noch was zum Freischalten, ne? Ich kann ja mal die Sniper freischalten, aber ich will mir jetzt keine holen. Und ja, komm. Keine Ahnung. Einfach mehr Kleinkram. So. Ja, okay, er hat einen Vulcan und ich hole mehr Kleinkram. Sehr gut. Ja, das wird nix.
je nachdem, was der Hacker jetzt so macht. Ist natürlich relativ gut wenden. Aber ja, aber das wird trotzdem nichts. Ja, wobei, sag niemals nie. Was habe ich denn beim Hacker für Upgrades drauf? Multicontrol, dass da mehrere Fünftlinge gleichzeitig. Die Barriere wäre natürlich gut. Reichweite. Okay, ich glaube, wir verlieren das doch noch. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt schauen wir mal. Farsia. Nee, dafür ist es schon zu spät. Sabertooth ist eigentlich immer ganz gut. Den Tarantula, den kenne ich noch gar nicht. Ach, ich weiß ja nicht. Es ist halt alles irgendwie kacke. Ich nehme die Sabertooth. Ich mag die einfach. Nochmal ein bisschen Feuerkraft. Im Zentrum. So, okay. Dann habe ich Scharfschützen. Mit denen könnte ich auch was machen. Nee, ich brauche irgendwas Großes. Komm, ich hol mir ja die Overlords. So. Kein Geld mehr, nee. Aber ich hol mir noch mehr. Und upgrade hier. Boom, boom. Jetzt haben wir nächste Runde halt 100 weniger, aber mache ich jetzt ausnahmsweise mal. War wahrscheinlich zu früh dafür, aber ach, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das verlieren wir. Oha, oha. Vielleicht auch nicht. Hm? Das war unerwartet. Fast schon leid gerade. Was ist da gerade passiert? Hm. Okay, was wird er jetzt machen? Er wird die hier upgraden. Für Anti-Air. Was mache ich dagegen? Hier, ich hole mir nochmal mehr Geld für. Weil die nächste Runde, also ich will jetzt diese Runde den platt machen, dann haben wir gewonnen. Soll ich die umpositionieren? Nee. Komm, ich hol mir einfach noch einen Scheiß drauf. Und Scharfschütze. Ach was. Als ob das was bringt, aber naja, keine Ahnung. Vielleicht ballern die ja hier die weg. Ah gut, da bräuchte man wahrscheinlich noch ein Upgrade. Das war wahrscheinlich jetzt nichts, aber ich hole noch hier so ein Ding. Kann ich noch irgendwas machen? Nee, ich habe ja null. Aber das ist jetzt halt Stufe 3. Schauen wir mal. Okay, er hat kein Anti-Air geholt. Dann hätte ich hier auch Mothership machen können, zum Beispiel. Dass das noch kleine Wespen spawnt. Kleine Flugzeuge. Aber ich glaube, das haben wir im Sack. Die
den Tag nicht vor dem Abend loben, wie man es so schön sagt. Aber ich denke, das sollte dann der Sieg sein. Sagen wir mal noch GG. Wie sich das auch gehört. Und jo. Das war doch eine ganz gute Runde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir werden ab und zu mal eine Runde Mechabellum spielen, denke ich. Ist ein ganz geiles Game. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.